Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal zu einer neuen Folge Pac-Bingo. Weil ich bin gut im Pac-Bingo und deswegen spiele ich jetzt nur noch Pac-Bingo. In der Hoffnung, ich gewinne. Und zwar wieder mit meinen Boys, die Cut Buddies. Gute Sascha und Dennis im Double Packs in unserem Start. Hello, Leute. Ja, hallo. Hallo, wir sind die Cut Buddies. Wir gehen erst, wenn die Puls stimmen. Ja, wir waren gerade bei den Cut Buddies, haben da schon eine Folge gemacht, haben da eine Tinbox aufgemacht, auch von Noblo. Müsst ihr euch angucken, wie das ausgegangen ist. Ich sag nur so viel, die Boxen waren wieder ziemlich sick. Die waren echt gut. Also wir haben echt Luck gerade so mit unseren Boxen. Deswegen hoffen wir, dass die Boxen auch wieder gut sind. Dieses Mal machen wir die Gortrom V-Tinbox auf. Könnt ihr mal die Kategorien vorlesen, weil ich habe die nicht aufgeschrieben. Ja, sehr gerne. Und die Kategorien werden Ihnen heute präsentiert von Cut Buddies. Gute Preise. Gute Besserung. Wir haben wieder neue Kategorien. Und zwar haben wir das Evolution Booster. Denn, ihr wisst ja, in dieser Tinbox ist ja grundsätzlich noch nur ein Space Set Booster drin. Das könnte aber ein Evolution Pack sein. Deswegen haben wir gedacht, ja moin. Vielleicht haben wir ja Glück und das bringt dann einen Punkt. Random. Dann haben wir ganz klassisch die Reverse Rare natürlich Pokéball im Artwork. Dann haben wir Gas the Energy Game. Dann haben wir natürlich Ultra-Rare-Hits wie zum Beispiel EX, GX, V oder B-Max. Keine Full-Art. Also keine Full-Art-Trainer oder sowas. Dann haben wir den Urgel. Genau, keine normalen Full-Arts. Ne? Genau. Also Supporter-Full-Arts und so. Kein Urgel, doch, Urgel-Smetbo wäre nun mal ein Point. Dann haben wir natürlich nochmal den Weakness-Point, den Holo-Punkt haben wir. Und natürlich mal wieder das Blitz-K.O. Die gute alte Goldkarte. Goldkarte. Das waren die Kategorien. Sehr schön, Zimmer Center Gold. Macht mal eure Tinbox auf. Guck mal, ob da yeah, eine Booster, was für Booster. Ich mach meine auch gleich mal so nebenbei auf. Komm, Evolution, Evolution, Evolution. Gönn. Ach, sieht nicht gut aus, ne? Nein. Sad. Und? Nicht? Nein, Sonne, Mond. Okay, hast cool. Dann guck ich mal bei mir. Ich schmeiß das Plastik weg, den Code packen wir natürlich weg. Oh, Schwert und Schild, Welt nimmt Wandel und Sonne im Base. Crap. Leider nix, aber hey. Ich hab gehört in den. immerhin Vintage Booster, ne? Ja, also super Vintage. Ich hab gehört in den Session Summer Senders Boxen können anstatt am SM4 Booster auch Echo des Donners Booster dabei sein. Das ist nice. Das ist natürlich auch nice. Und ja, Stefan, wie sieht's aus? Ein Echo des Donners Booster? Ja, könnte dabei sein. Hatte jemand bei uns, ich glaube der gute Marc war das. Wo ist eigentlich Marc, Stefan? Was? Wer? Wo Marc ist? Was, wer? Hä? Kenn ich nicht. Nein, Schmarrn. Marc, dem geht's immer gut, glaube ich. Das ist gut, gut. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Wir sind hier bei mir auf dem Kanal. Oder? Ja. Wir sind bei mir auf dem Kanal, also dürft ihr anfangen. Sucht euch einen Booster aus, Leute. Gut. Ich fange jetzt mal mit Sonne Mond 1 an. Und wir vergessen nicht das Energy Game. Kampf? Nee. Das ist wichtig. Ich predikte. Mach eine Feen-Energie-Karte, komm. Wasser. Komm, wenn es jetzt Fee ist, dann lache ich. Oh, es ist Wasser. Was? Nice. Oh nein, ihr habt den Gassy Energy Point gekriegt. Ja, das heißt, wir müssen nicht mehr dran denken. Sehr schön. So, wir haben einen Schmetterhammer. Dann haben wir Akku. Dragonair hat keine Pokébälle im Artwork. Ein Mabula, Ibitak, Makuhita, ein gutes Mushas, Togedemaru, Agrostella Reverse Rare. Punkt. Perfekt. Oh, holy shit. Und wir haben ein Tucano. Lange nicht mehr gesehen, also die Karte. Ja, aber krass. Denkt an die Schwäche. Ich helfe euch mal, ne? Yes. Girl. So, Stefan. So, ich mach weiter. Ich mach meinen Sonne-Mond-Booster auf. Tu das. Vier nach vorne und ich gesse eine Elektro-Ener-Stahl. Fuck. Okay. Rotom Pokédex. Dann haben wir einen Goofer. Superball. Das ist ein Punkt. Schon wieder. Ibitak. vorher war es der Timerball. Flamia. Magunior. Dann haben wir ein Gehweier. Wingull. Eine Regenbogen-Energie. Rainbow, sage ich schon. Reverse Holo. Und ein Alola Slimeboard Holo. Das gibt auch einen Punkt.
Ach, aber eine schöne Karte, muss ich sagen. Alola Slime Okolo? Ja. Wusste ich nicht. Habe ich lange nicht mehr gesehen, die Karte. Aber tatsächlich, ist gar nicht mal so bad. Lange nicht mehr gesehen, die Karte, Leute. Lange nicht mehr gesehen, die Karte, du. Lange nicht mehr gesehen. So, da wird keine Energy. Let's go, Buddies. Ist alles gut. Mhm. Gute Roller Scattering. Aha. PP. Das wollte ich gerade sagen, ihr habt das Guess the Energy Game vergessen, aber ihr habt es ja schon gemacht. Also. Tangela. Wir haben es schon geschafft, Stefan. Evoli. Ja, goddammit. Natürlich. Ein Golbit. Und ein Elesaat. Ist zwar ein Elektro-Pokémon, aber hier gerade nicht. Zählt nicht. Zählt leider nicht. Oh, was? Welchen Typ hat es denn? Normal. Das hat dann den Normal-Typ. Normal, oh mein Gott, Alter. Das ist sad. Das ist echt sad. Okay, das war so gut ein Wandelbooster, was ihr aufgemacht habt, oder? Mhm. Okay. Ey, ich habe auch einen Iguana, einen Normaltyp. Aber ich brauche ein Psycho-Pokémon als Rare, damit ich mein Weakness-Point krieg. Gut, wir fangen an. 4 nach vorne und ich guess eine Unlichtenergie. Nein, das ist schon wieder Stahl. Gerade wollte ich, habe ich überlegt, ob ich auch Stahl sagen soll. Aber dachte mir, zweimal Stahl hintereinander? Niemals, niemals. Flumkiefer. No way. Zwirklub. Dann haben wir ein Ignivor, Iguana, ein Floink mit einem Pokéball im Artwork. Aber ich habe den eh schon. Kaliwanta, ein Togedemaru, ein Onix. Dann haben wir, oh Mann, Alter, warum haben wir die Character Rares nicht mit reingenommen? Ich habe den guten Cyrus mit seinem Snibona als Reverse Rare. Also nicht Reverse Rare, sondern als Character Rare. Ist halt sad, aber cool zu ziehen. Und ein Svarones. Non-Holo-Rare. Mit einer Elektroschwäche. Also hast du erstmal nichts mehr? Nee, es geht weiter. Ich glaube nicht, dass ich noch was gezogen habe. 2 zu 2. Ich meine, als Reverse-Rare zählt die Character-Rare ja leider nicht. Ich sag mal Feuer, vielleicht. Leider nicht. Kampf. Hätte ich mal Kampf gesagt. Aber wir haben es ja schon. So, Adressbuch. Dann haben wir Loaded Kingler. Rizeros. Was, Loaded? Ja. Dachte Big Tech. Kleine. Das ist ein anderes Arsch. Ach so. Das war was anderes, so. Stefan. Oh. Wolli, Memeon, Watzampf und jetzt bräuchten wir Kampf, ne? Mhm. Maritelit. Und ist es Kampf? Boah, also bis jetzt nicht Kampf. So gut. Wie viele Punkte jetzt haben wir jetzt so auch? Gut? 2, oder? 2, genau. Steht 2 zu 2. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ja. Du, der Bego-Master, der darf hier nicht verlieren. Ich predikte eine Water Energy. Come on, Herz der Karten, Alter. Pflanze? Verdammt. Warum? Wrong game. Warum bist du so, ey? Metallplatte. Rotomrad. Großes Amulett. Snomnom. Chimpep. Wow. Muschas. Flohkäfer. Galaponita. Ein Picochilla Reverse Holo. Komm schon, eine Elektro. Rare. Oh nein, das ist Kampf. Humanoid. Und eine Pflanzenschwäche, also nichts. Okay, das Picochilla war natürlich keine Reverse Rare. Du hast noch einen Booster danach, ne? Ich hab nur einen Booster, ja. Okay. Ich bin jetzt auch beim letzten Booster. Jetzt wird's spannend, Leute. Bleibt dran. Nur ein Spot. Nur ein Spot, dann geht's weiter. Pflanze. Oh, schade. Feuer. Es war Feuer. So, wir haben Hypertrank. Brauch noch den Pokéball-Punkt. Zitronenbeere. Kranowitz. Roselia. Watzap. Es kann nicht so schwer sein, so einen dummen Pokéball zu ziehen. Nee, eigentlich Sensekt. Nicht, ne? Goldini. Und Glücksei. Wow. Komm, Reverse. Komm. Und Elektro Holo, wir haben den Holo-Punkt noch geholt. Nice. Mindestens mal auf jeden Fall noch einen Punkt. No! gut. Oh Gott, das heißt, ich muss jetzt einen Punkt. Komm schon, ich wusste eine Energiekarte. Das kann doch nicht so schwer sein. Wo liegt die Chance? 1 zu 9 oder so? Bei ein Schwert? 1 zu 8. Nee, 1 zu 8. 1 zu 8, come on, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist jetzt das 8. Booster, das ich aufmache. Mit, wenn man das vorherige Battle wird, dann muss ich theoretisch jetzt richtig liegen. Okay, ich predikte Feuerenergie. Nein, das ist eine Elektro. Verdammt. Dieses also kein Guess the Energy Punkt. Hat mich gerade an dieses Humor. No! Erinnert.
Rizeros. Dann haben wir einen Kotomi. Einen Luftballon. Rihorn. Pico, Chilla, Lampi. Ein Glibunkel. Ein Galamauzi. Ein Reverse Holo Chimpap. Also kein Reverse Holo Rare. Warte, wie viele Punkte habt ihr jetzt? 3? Ja, du hast 2. Oh yes! So wie es V! Nice! Es gibt einen Punkt! Aha, yeah! Das ist ein Teil hier, das, ne? Es ist 3-3. Es ist, ist Gleichstand. Gleichstand. Ihr wisst, was das heißt, wenn wir Gleichstand haben. Was denn? Schnick, Schnack, Schnuck oder was? Wir müssen noch ein Pack-Bingo machen. Nee, wir spielen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, Stefan. Ich sehe nicht mal, was du machst. Ja, deswegen sagen wir es ja. Natürlich sagen wir es. Ja, okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Dann siehst du doch, wenn man fake. Ja, ja, ja. Okay, okay. Okay. Machen wir? Ja, ich bin bereit. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere. Schere. Oh. Was hast du gemacht? Dennis. Er hat auch Schere. Oh Mann, okay. Was machst du denn? Okay. Bist du bereit? Ja. Schnick. Schnick. Schnack. Schnuck. Papier. Schere. Oh, oh Scheiße. Wir yes, ich hab gewonnen. Ich bin der Bingo Master, zumindest auf meinem Kanal. Yeah. At least it's something, I guess, ne? Alice ist dafür. Bei Dario habe ich gewonnen mit Würfeln. Hier ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Awesome. Schön, awesome. Ich bin einfach der Glück. Ja. Hier, zumindest hier habe ich Glück, ja? Zumindest hier. Ja, Leute. Schaut auf jeden Fall bei den Card Buddies vorbei. Guckt euch da das Pack Bingo an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt gucken. War ziemlich sick. Kauft euch natürlich ordentlich Pokémon-Karten bei den Guys. Unten in der Videobeschreibung ist der Link verlinkt. Genau. Also es wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich überlasse den Boys wieder das letzte Wort. Was sagen Sie dazu? Sagt ja, was. Vielen Dank, dass wir wieder auf deinem Kanal da sein durften. Ne? Und ja? Bitte? Leute, kauft Karten. Jetzt, kauft sofort. Karten, genau. Ich mag Moneten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Besserung. Ciao.